Hallihallo, Dieter Bethke hier. Ich habe gestern Abend mit dem Frank zusammen, wie wir das öfter mal machen, für die Fotofonie, ein neues Bild fotografiert. Und das blenden wir euch hier ein und dann erklären wir euch im folgenden Video mal, wie wir das so im Detail gemacht haben. Also bleibt dran und schreibt mir einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Jetzt guckt der Papa nochmal genau hin. Das ist aber unscharf. Ey. Lass uns anfangen. So. Ich glaube, der Wind hat am Bus gewackelt. Das sowieso, über den Wind? Ja, also, das könnte tatsächlich sein. Ja, wir sind ja selber fast weggeflogen. Das vielleicht nicht ganz, aber so eine Schrankwand, die da mitten auf der Wiese steht, die wird gewackelt haben. Ja, du bist nicht weggeflogen, das ist klar. Ich habe mich am Boden festgetackert. Ja, ist klar. Logisch. Das geht ja nicht anders. Logisch. So. Oder an der schweren Kamera festgehalten. Auch das. Ja. Weil wir haben ja diese Monstermodelle hier. Sag mal, nehmen wir eigentlich schon auf? Ja. Oh, hallo. Was machen wir hier? Dumm Typ, wie immer. Also, ja, nee. Herzlich willkommen. Ja. Frank neben mir, ich bin Dieter. Und heute ist Bildbesprechungssamstag. Wie immer auf dem Kanal. Frank bespricht Bilder, die eingeschickt worden sind. Nee. Lass mich überlegen. Machen wir nicht. Quatsch. Nee, machen wir heute nicht. Aber wir besprechen ein Bild. Wir kommen sozusagen einer Verpflichtung nach, ja, die wir quasi selber auf der Fotofonie-Facebook-Seite eingegangen sind und erzählen mal in kurzen Worten, kurzen Sätzen, oder vielleicht auch einen Ticken länger, man weiß es nicht genau, wie das Foto von dem bunt beleuchteten Bus entstanden ist. Unser Ziel ist 2 Stunden und nicht länger zu reden dazu. Also quasi ganz normaler Fotofonietag. Genau. So, ihr habt das Foto wahrscheinlich schon auf der Fotofonie-Seite auf Facebook entdeckt. Wir haben gestern Nacht ein bisschen Lab gemacht, also Light Painting. Und wer das nicht gesehen hat, hier ist nochmal eingeblendet im Video, genau. Sehr logisch. Und dabei haben wir unter anderem ein Fahrzeug, das normalerweise völlig andere Lackierung hat, mit Licht quasi umlackiert in der Nacht. Also habe ich jetzt schon quasi den Trick verraten, wer das Bild schon mal gesehen hat. Ah, das ist mit Licht gewesen. Ja, wo warst du denn während der Aufnahme? Ich hatte doch hier den Airbrush-Kompressor auf dem Rücken. Ich dachte, du wärst mit der Pistole unterwegs gewesen. Ja gut, das Sprühgeräusch habe ich auch gehört. Ja. Nee, Spaß beiseite. Wie haben wir das denn gemacht, Frank? Ja, wir haben im Prinzip, es war eine sehr dunkle Wiese, ne? Ja. Unter Bäumen. Es war wirklich mega dunkel. Es war besonders immer dann dunkel, wenn man ganz kurz in so eine Lampe geguckt hatte, weil danach sah man minutenlang quasi gar nichts, auch den schwarzen Bus nicht. Dann sind wir auch schon beim Thema. Das Fahrzeug ist schwarz. Ihr seht es höchstwahrscheinlich auf dem Bild auch, wenn ihr so ein bisschen reinzoomt. Es ist eher ein bisschen grau. Es hängt damit zusammen, dass es eine längere Zeit nicht gewaschen ist. Und so beim Hamburger Frühlingswetter passiert das normal, wenn man viel auf der Autobahn unterwegs ist. Das haben wir doch extra gemacht. Du bist doch extra 6 Wochen lang nicht in die Waschstraße gefahren, damit der Lack nicht so sehr spiegelt. Natürlich, natürlich. Ja, quasi Mattlack. Genau. Und so eine neutrale Farbe hilft natürlich, wenn man irgendwas bunt beleuchten möchte. Denn wenn man jetzt irgendwie schon ein rotes Auto hätte, dann wäre es relativ schwierig, andere Farbtöne definiert daraus zu bekommen, außer man ist irgendwie Malermeister und kennt sich mit Farbmixereien aus. Aber selbst dann ist es natürlich nicht ganz so easy, wie wenn es ein weißes oder ein schwarzes, graues, silbernes Auto ist. Neutralfarbenes. Genau. Neutralfarbener Lack ist eine gute Ausgangsbasis, wenn man solche Spielereien mal machen will. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich nicht eine Airbrush-Pistole bedient, weil der Frank möchte seinen Fotoschulbus gerne noch in der Originalfarbe eine Zeit lang weiterfahren, glaube ich. Ich glaube, das wäre auch so ganz schön auffällig, ne? Ja, aber es ist schick. Also, schick ist schon. Mich irritiert ein bisschen die rote Beleuchtung im Inneren des Busses. Er fehlt noch so ein Schild vorne in der Windschutzscheibe, so ein Herzchen oder so. Bombe. Ja. Gut, das ist ja dein Auto, das kann ich ja nicht für. Ja, ist klar. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Wie haben wir den verschiedenfarbigen Lack hinbekommen? Wir haben dazu einen Anlauf mit einer Lichtquelle nur gebraucht. Wir sind nicht mit verschiedenfarbigen Taschenlampen mehrfach um das Auto gelaufen. Das ist eine Langzeitbelichtung. Und wir haben eine Lichtquelle genommen, die, ja, kennt ihr vielleicht auch, man könnte sowas Ähnliches sich im Baumarkt kaufen, ne? So eine LED-Kette, bei der man eben verschiedene Farbsegmente mit verschiedenen Farben eben einschalten kann. In dem Fall haben wir halt 2 Farben gewählt, eher was Grünliches und ein bisschen Richtung Magenta und dazwischen einfach einen Übergangsverlauf. Genau. Und mit so einer langen, 2 Meter langen Lichtleiste sind wir dann eben einmal ordentlich um das Auto rumgelaufen. Das ist quasi schon der ganze Trick. Ja. Aber es gibt ja noch so ein paar kleine Details, wo man dann so drüber stolpert. Ne? Ja, das ist ja immer so, wenn man so denkt, okay, in einer Nacht, da kannst du mindestens 35 gute Lab-Bilder machen. In Wahrheit sind es vielleicht 1 bis 2. In unserem Fall waren es 2. Genau, weil man braucht so ein bisschen Übung, Anlauf und Ausprobieren. Am Ende hat die Belichtung, glaube ich, schon auch lang gedauert, ne? Fast eine halbe Stunde. Für das haben wir eine halbe Stunde belichtet. Ja, vor allem, weil wir ja nach dem Auto dann auch noch die ganze Szene mit kompositorischem Licht eben hinzugefügt haben, weil sonst steht das Auto in einem schwarzen Loch. Das ist nicht wirklich schick.
Und deswegen ist es immer gut, wenn man mit den kritischen Dingen im Prinzip anfängt. Also wenn ihr lappen wollt, dann würde ich immer mit den Dingen, von denen ihr glaubt, das könnte die kritischste Lichtquelle im ganzen Bild sein, mit der anfangen. Und das haben wir auch getan. Wir haben nämlich mal das Licht vom Bus eingeschaltet. Ich gehe mal ein paar Bilder zurück. Ja. Bevor wir die wirkliche fertige Belichtung gemacht haben, sind wir auf die geniale Idee gekommen. Wir wollen ja die Scheinwerfer des Autos natürlich quasi lebendig zeigen, also leuchtend. Die sollen ja was tun. Und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir die einfach an. Ist ja logisch, dann leuchten die. Ja. Ja, das tun sie auch. Und zwar verdammt hell. Ja, und wir sind uns nicht ganz im Klaren darüber. Das wird nicht am Dreck auf dem Scheinwerferglas liegen, sondern ich gehe davon aus, das hängt damit zusammen, dass diese Scheinwerfer ja innen drin Strukturen haben. Also in dem Fall ist bei dem Vivaro so, der hat auf der Innenseite des Reflektors, der drin eingebaut, das ist so eine Art Riffelblech. Mhm. Und ich glaube, daher kommen diese Reflexe, die uns hier so rein rätseln. Ja, also ich habe jetzt mal das erste Bild hier eingeblendet, da sieht man, da haben wir es mal nur mit Standlicht versucht, nachdem wir schon gemerkt haben, das echte Abblendlicht ist viel, viel, viel zu hell. Also das war sofort klar, da brauchen wir nicht ein Foto von machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir probieren es mit dem Standlicht. Und selbst das hat eben diese Strukturen im Bild erzeugt. Wir haben es dann nochmal versucht, ein bisschen zu dimmen. Genau, haben das Licht wirklich sehr kurz angemacht. Also, ja, ich weiß ganz, nicht. Ganz kurz belichtet. Ja. Ne? Aber auch das hat uns nicht wirklich gefallen. Nee. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, dass wir bei dem Auto ja die Scheinwerfer im Nachgang künstlich aufleuchten lassen können, indem wir nicht die eingebauten Birnen des Fahrzeugs benutzen, sondern eben unser mitgebrachtes Licht. Wir sind einfach so zum Schluss nochmal mit einer kleinen Taschenlampe nochmal ganz kurz aktiv an die Scheinwerfer rangegangen und haben da einmal reingeleuchtet. Und damit sehen die jetzt so aus, als ob die eingeschaltet gewesen wären. Korrekt. So. Ich glaube, jetzt haben wir quasi das ganze Bild verraten. Die Innenbeleuchtung vielleicht noch. Wir haben innen noch ein bisschen mit einer roten Taschenlampe ausgeleuchtet. Hauptsächlich Richtung Himmel und hauptsächlich im hinteren Teil der Fahrgastzelle. Das seht ihr höchstwahrscheinlich auch. Hinten ist mehr rot zu sehen als vorne auf dem Fahrersitzen. Es hängt aber damit zusammen, unter anderem, dass der Himmel so ein typisches Autohimmel hellgrau hat. Mhm. Und wenn man jetzt vorne reingeleuchtet hätte, dann hätte es oben die komplette Dachkante mit irgendwie kaputt gemacht, weil wir hätten so einen roten Streifen oben drüber. Und ihr seht es auch schon, die Dachkante selber hat wenig Licht abbekommen. Das ist einfach dem geschuldet, dass der Bus 1,94 Meter, glaube ich, hoch ist und wir selbst mit dem 2 Meter langen LED-Band da oben nicht rankamen. Ohne dass wir das Dach zerkratzt hätten oder irgendwas oder Leiter noch hätten mitbringen müssen und auf der Leiter währenddessen weiter wandern. Mhm. Da glaube ich, wäre es eher schädlich gewesen, wenn wir innen rotes Licht noch gemacht hätten, vorne im vorderen Bereich, so ist es nur hinten. Und anschließend haben wir die gesamte Waldlichtung ausgeleuchtet, sowohl Teile des Bodens als auch die Bäume und die Baumkronen und Äste und alles, was ihr da seht, ist halt im Nachgang passiert. Und deswegen hat es dann eine halbe Stunde gedauert, ja. Weil den Bus selber auszuleuchten hat keine. Ja, der hintere Waldrand war relativ weit weg. Du musstest ja auch laufen, um mit der Taschenlampe bis hinzukommen. Und so. Ja, ja. Und obwohl wir starke Taschenlampen da hatten, es kam auch wenig an, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ja. So, und jetzt kannst du aber noch bitte ganz kurz erläutern, warum das hintere Rad, das wir auch noch sehen im Bild, was an einer echt schlechten Stelle ist, ja. Warum das keine Radkappe hat? Weil ich die im Winter verloren habe. Ja, und wir wollten jetzt nachts den Tankwart nebenan nicht aus dem Tiefschlaf klingeln, oder? Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich war der Beleuchter, also der Künstler. Und hinter der Kamera stand jemand anders. Ja. Der hätte ja an der Kamera ja schon mal sehen können, dass es hinten nicht leuchtet. Der hat sich die ganze Zeit beschwert hinter der Kamera, dass das mit dem Hinternrad scheiße aussieht. Ja. Davon ist hier nichts angekommen. Ne? Ja, also, wenn du da dir die Ohren proppen reinmachst, dann kann ich nichts für. Ja, man hätte ja auch andersrum parken können. Ne? Auf der anderen Seite sind ja zwei Radkappen. Wir hätten die abschrauben, ja. Ah, man könnte auch Photoshoppen jetzt, oder? Nee, das machen wir ja nicht. Das ist ja Lightpainting. Ja, Photoshoppt man ja nicht. Ach ja. Ja. Oder? Natürlich nicht. Wozu auch? Ja, das scheiß Auto stand doch da gar nicht auf der Wiese. Haben wir doch hier Rollkiele stehen gehabt. Und deswegen ist sie so dreckig. Ja, ja. Ja, scheiße. Hätten wir mal aufräumen sollen. So, komm, jetzt ist aber Feierabend. Gut. Das war's. Ihr wisst jetzt, wie das Bild entstanden ist. Genau. Ein bisschen dumm Tisch war auch wieder dabei, wie es gehört, ja, ne, bei uns. So sieht's aus. Immer mit rechnen. Manchmal ist auch mal was dabei, was nicht so ganz stimmt, was wir so sagen. Selten. Ist ja April, hallo. Naja, so. Jo, erstmal, macht's gut. Ciao, ciao. Ach so, doch noch was. Na. Wenn ihr solche Videos öfter von uns sehen wollt, wäre es eine coole Idee, wenn ihr hier unten drunter mal so einen Kommentar dazu abgibt, wie euch das gefallen hat. Like die Seite, like den Beitrag, besucht uns auf unserer Homepage fotofonie.de, schreibt uns einen Kommentar und dann geht's hier weiter. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns auch, warum genau. Es euch nicht gefallen hat. Denn dann können wir vielleicht erstens andere Dinge hier vor der Kamera tun oder uns einfach den scheiß Aufwand sparen mit 23 Kameras. Wir können das ja als Foto hier mal einblenden, wie sie aussieht, ne? Mit 5 Kameras und Licht und allem drum und dran. Wenn ihr sagt, ey, das ist so scheiße, das kann man sich nicht angucken, dann sagt uns warum. Vielleicht können wir es verbessern. Und wenn das Anmerkungen sind, die man gar nicht mit unseren Möglichkeiten optimieren kann, dann lassen wir es, oder? Ich habe eine Bombenidee, wie wir das Video verbessern können. Na? Riesensache. Und? Gehst du mal raus aus dem Bild? Ja. Ja, klar. Siehst du, geht doch schon viel besser. So, machen wir es doch so in Zukunft, oder? Ey. Au, au, au! Das geht doch wohl nicht. Jetzt aber. Ciao. Tschüss.